Ersten Fische sind schon unten drin. Das ist Tobias Dvorak. Komm jetzt. Er ist Fischzüchter. Heute sollen die Karpfen raus und vieles mehr. Kannst du mal, könnt ja schon mal gucken. Aber Hecht habe ich schon gesehen. Seine Helfer kennen die Prozedur. Die Fische müssen vom Teich ins Abfischbecken. Ich habe jetzt hier so ein paar provisorische Stufen reingemacht. Das war nötig. Die vom letzten Jahr hatten sich längst zugesetzt. Es ist Herbst. An den Kelzer Teichen in Nordhessen. Erntezeit, auch für Fische. Überraschung, heute gibt's mehr Rotaugen als sonst. Aber auch jede Menge Karpfen, Schleien und Hechte. Eine nasse Angelegenheit. Wir wollen den Fischzüchter bei der Arbeit begleiten. Übers ganze Jahr. Die Hechte, die jetzt hier drin sind, das ist quasi. Das sind die Nachkommen von 6 Hechten, die wir reingesetzt haben. Naja, und das Muttertier, wie groß ist das? Ich hab's noch nicht gefangen, wie groß das jetzt ist. Das war ungefähr 1 Kilo schwer. Ist noch oben drin? Da ist es. Eines der Muttertiere. Die kleinen Hechte sind zum größten Teil schon von Angelvereinen bestellt. Als Besatzfische. Tobias Dvorak ist Fischzüchter, so wie schon sein Vater, sein Großvater und 3 Urgroßväter. Also in der 6. Generation. Seit ich 15 Jahre bin, mache ich da bestimmt schon mit. Irgendwie kam alles ganz von selbst. Und war das Ihr Traum, Fischzüchter zu werden? Nö. Es hat sich so ergeben. Ich bin reingewachsen. Weiß ja nicht, wenn man schon was hat, dann braucht man ja nicht mehr davon träumen, oder? Mit der Fischzucht in den Kelzer Teichen hier hat sein Großvater angefangen. Der kam aus Ostpreußen in den Reinhardswald und begann 1954 mit Karpfen. Jetzt müssen die Fische schnell zum Transporter mit frischem Wasser. Inzwischen ist das Wasser im großen Teich ganz abgelaufen. Die letzten Fische zieht Tobias mit der Hand raus. So schnell entgleitet Tobias kein Fisch. Der Züchter ist gewissenhaft. Jedes Tier ist ihm wertvoll. Er weiß, sie werden den Transport in die Wasserbecken unbeschadet überstehen. So. Was haben Sie denn jetzt rausgeholt? Das sind alles Grasfische, die wir jedes Jahr hier reinsetzen zur Pflanzenbekämpfung, Wasserpflanzenbekämpfung. Das ist gerade, wenn hier kleine Fische reinkommen, also Laichfische, dann wachsen die Pflanzen am Anfang so stark, würden wir die nicht reinsetzen, würde der ganze Teich verkrauten. Die werden auch nicht verkauft, die kommen jedes Jahr wieder hier rein. Und wie alt werden die? Wir haben Graskarpfen, die sind schon 30 Jahre alt. Aber die sind in Rente zu Hause, die passen nicht mehr durch das Rohr. Harte körperliche Arbeit und Disziplin bestimmen den Alltag des Fischzüchters. Er scheut sie nicht. Und weil er Traditionen pflegt, hat Tobias Dvorak die Kelzer Teiche auch nie verkauft. Schließlich hat sich der Großvater nach seiner Flucht aus Ostpreußen damit eine neue Existenz aufgebaut. Außerdem sei die Qualität der Fische aus diesem Wasser bis heute unbezahlbar, sagt Tobias. Auf geht's nach Wülmersen. Hier lebt der Fischzüchter mit Frau und 2 Kindern in einer umgebauten Mühle. Während der Fahrt wurden die Fische zwar gut mit Sauerstoff versorgt, trotzdem heißt es jetzt schnell runter vom Transporter und ab ins frische Wasser. Die Karpfen sind als Erste dran. Die machen wir jetzt in Köller. Also sind wir jetzt mal so ein bisschen Nachfrage da nach Karpfen. Es kommen mal so ein paar Leute, die mal schon mal vorab vor Weihnachten einessen wollen. Es sind nicht viele. So vor Weihnachten verkaufen wir ungefähr so 150, 200 Kilo. Aber wie gesagt, die Weihnachtswoche und Silvester, da ist dann das Hauptgeschäft. Er muss gewässert werden, auch deshalb kommen die in den Keller. Und wenn die dann im sauberen Wasser sind, schmecken die nach 3 Tagen, also einwandfrei sauber. Nach stundenlanger schwerer Arbeit an der frischen Luft
Endlich Frühstückspause. Das muss alle werden. Ohne Fisch. Dafür mit Käse und Mett. Wie ist denn das Endergebnis der Abfischung? Es hätte besser sein können. Wir hatten 640 Hechte. Das war okay. Und 250 bis 300 Kilo, also eher 300 Kilo. Wir müssen jetzt noch gucken, wie die im Keller sind. Rotaugen. Und das ist ungefähr so, naja, normalerweise ist es vom Gewicht her das Dreifache drin. Aber diese Erträge haben wir nicht mehr, das ist also vorbei. Und wäre jetzt der Kormoran wirklich mal langfristig weg, dass man sagen kann, man kann sich darauf verlassen, dass er nicht mehr hier ist, so wie er früher war, so wie es früher war quasi, dann hätten wir auch wieder diese Erträge, wie wir sie vorher hatten. Da ist er, der Kormoran. Am Himmel immer auf der Suche nach frischem Fisch. Neben dem Reiher ist er der größte Feind von Dvorax. Und nicht nur Tobias ist erzürnt über den Dieb. Auch sein Vater Karl-Heinz kann ein Lied davon singen. Hier sieht man vom Reiher oder vom Kormoran die Verletzungen. Oh. Hier. Hier oben über den Rücken, sehen Sie? Das ist ja unglaublich. Also an solche großen Fische wagen sich die Reiher oder die Kormorane halt ran. Hier, das sieht ähnlich aus. Hier. Und wenn wir die andere Seite nehmen, hier sieht man auch Verletzungen. Eine ausgeheilte allerdings. Obwohl Karl-Heinz Dvorak den Betrieb seinem Sohn schon vor 2 Jahren übergeben hat, ganz rausziehen will er sich aus dem Geschäft noch nicht. Wenn die eigentliche Arbeit mit den Fischen vorbei ist, stehen immer noch andere Aufgaben an. Alles sauber machen, LKW sowieso. Da kommen dann wieder Forellen drauf, also müssen die Fässer und das alles auch gereinigt werden. Und dass der Hof sauber sein muss, das ist sowieso gang und gäbe. Es kommt ja Kundschaft hierher und dann soll es ja nicht aussehen wie bei Hotten Totten. Das Jahr geht zu Ende. Inzwischen ist es Mitte Dezember. In Wilmersen hat es geschneit. Die Teiche sind zugefroren. -5 Grad. Jetzt heißt es Eishacken. Auch bei Kälte muss das Geschäft florieren, müssen die Fische aus den Teichen geholt werden. Futter brauchen sie bei diesen Minusgraden übrigens nicht. Die Fische fahren ihren Stoffwechsel ganz herunter. Alles dauert ein bisschen länger als sonst. Bei Eis und Schnee eine unangenehme Arbeit für die Fischwirte. Ohne Handschuhe läuft da nichts. Die Hochsaison steht unmittelbar bevor, es weihnachtet schon. Hunderte Forellen müssen noch geräuchert werden. Eine Nacht lang wurden die Forellen in Salz eingelegt. Nun, im Räucherraum, legt der Chef wieder selbst Hand an. Ganz wichtig, die Fische dürfen nicht zusammenhängen. Sie brauchen ausreichend Luft. Und der Schleim an der Forelle muss abgespült werden. Sonst kriegt sie nicht genügend Farbe und Hitze. Herr Turak, was ist eigentlich Ihre Lieblingsaufgabe mit den Fischen? Die Aufzucht. Also die Zucht von den Fischen, das ist das Schönste. Weil da sieht man wirklich, was man geschaffen hat. Und das ist eine ganze Menge in dieser Saison. Ab geht's in den Altonaer Räucherofen. Offenbar ein Modell von der Waterkant. Das selbstgehackte Erlenholz soll der Forelle noch einen besonders guten Geschmack verleihen. Es ist 3 Uhr nachts. Während die Familie schläft, muss Tobias alle 2 Stunden raus zum Bäche und Teiche kontrollieren. Keine angenehme Arbeit, wenn es so eisig kalt ist. Und morgen ist auch noch Weihnachten. Egal, was sein muss, muss sein. So hat Tobias es von seinem Vater gelernt und der von seinem Vater und der wiederum von seinem. Auf die Mönche muss er ein Auge haben. Das sind die Stopfen in den Teichen. Wenn Sie das jetzt nicht machen? Im schlimmsten Fall wird der Mönch aus dem Fundament gerissen durch das Eis. Also das Eis quetscht ja den
arbeitet ja, drückt das zusammen. Und wenn jetzt mal das Wasser aufhören sollte zu laufen, dann sinkt der Wasserstand im Teich ab, so um 5 bis 10 cm. Das Eis gefriert trotzdem. Wenn wir richtig strengen Frost haben, dann wächst das Eis sehr schnell. Irgendwann fängt das Wasser von selber wieder an zu laufen oder ich stelle es wieder an. Und dann fängt die Eisscholle, die um den Mönch festgefroren ist, an zu steigen. Und dann wirkt die wie eine Hydraulik. Die reißt den Mönch unten aus dem Fundament und der Teich läuft leer und ich kann gar nichts mehr machen. Und weiter geht's auf dem Kontrollgang. Womöglich haben sich ja Eisbrocken vor das Wehr gesetzt. Aber bis jetzt noch alles frei. Glück gehabt. Was darfst du? Ich kriege 14 Forellen für dich. Von den Geräuschen. Genau. Es ist Heiligabend. Claudia, Tobias Ehefrau, verkauft im Hofladen. Das Geschäft läuft wie geschmiert. Orangensahne. Oh ja, das würde ich gerne mal probieren. Ist denn die Forelle geräuchert Weihnachten sehr gefragt? Oder? Ja. Das ist auf jeden Fall ein Produkt, weil viele auch Heiligabend gerade schnell fertig werden wollen mit dem Essen. Und das ist halt ganz einfach. Ne? Es wird ein Kartoffelsalat dazu gemacht. Und die Forelle, die wird halt einfach ausgepackt, ein bisschen an der warmen Luft, dass sie ein bisschen wieder Aroma kriegt. Und wie gesagt, dann den Meerrettich dazu und dann passt das. Dann ist das schnell, man kann vorher in die Kirche gehen und hat zu Hause dann schnell das Essen zubereitet. Eigentlich ist Claudia Dvorak gelernte Zahnarzthelferin und Hotelfachfrau. Seit ihrer Heirat arbeitet sie im Betrieb mit. Dann wünsche ich euch schöne Weihnachten. Wünsche ich euch auch. Und einen Grüß alles schön. Ja, und schöne Grüße an die Eltern. Mach ne? Ich. Bis dann. Tschüss. Die nächsten Kunden verlangen Karpfen. Lebend. Sie kommen aus Polen, dem alten Schlesien. Warum wollen Sie denn den Karpfen lebend mitnehmen? Ja, weil die einer von uns, von Familie, hat ein bisschen Spaß mit diesen Karpfen, ein bisschen spielen. Ja, und dann daher, wir müssen essen, wie immer. Von Kindern, das ist immer so manchmal von Kindern. Kinder sehen, die Karpfen leben noch im Badewanne, 2-3 Stunden, so ungefähr. Das ist immer von Kindern. Das machen, das ist im Schlesien. Bei uns auch war das so. So, in Polen auch so, das im Schlesien, im Oberschlesien, immer auch. Jedes von Kindern, das Kinder sehen, was die Karpfen leben. So ungefähr. Tradition, so ungefähr. So tritt der stattliche Fisch seine letzte Reise an. Aus der Plastiktüte in die Badewanne und dann in den Topf. Und wieder soll es Karpfen sein. Gut. Der ist ein bisschen kleiner, aber ist in Ordnung. Wie bitte? Na, ist in Ordnung. Ja? Ein bisschen kleiner als der da oben. Ja, ich kann noch. Bestens. Prima. Ja, passt. Den großen kriege ich und die anderen beiden werden filetiert. Gut. Dann gehen wir nach oben. Gut. Frau Meusel, Hauswirtschaftslehrerin in Pension, holt schon seit über 50 Jahren ihren geliebten Weihnachtskarpfen bei den Dvoraks. Beim Ausnehmen hält sie ein strenges Auge drauf. So. Machen Sie mir erst den großen fertig, denn die werden filetiert. Den kriege ich jetzt. Ja, ich mache jetzt nur bei allen schon mal einen Herzstich. Gut. Essigwasser zum Spülen bringt Frau Meusel immer selber mit. Die Innereien, und das Blut gerinnt so schnell und deshalb muss man, die Innereien wollen muss ja man auch. Schnell arbeiten. Und das Blut ist wichtig für dieses Gericht. Locker machen, ein bisschen nicht rausziehen. Nur locker machen, rechts und links. Ein bisschen ab von der Haut. Frau Meusel, was ist das denn für ein Rezept? Ja, man nennt, würde es heute Karpfen polnisch nennen, aber eigentlich hat man früher gesagt schlesischer Karpfen. Der wird später in Bier gekocht, in dunklem und hellem Bier, mit Mandeln, Rosinen und Gemüse und anschließend mit Lebkuchen angedickt. So, nochmal nachgespült, ist wichtig. Und es sind nicht mehr viele, ne? Ich glaube, ich bin die Einzige, die das auf die Art und Weise noch machen lässt. So mit dem Blut ist das Einzige, ja. Das Einzigste. Schmeckt es denn wirklich besser oder warum machen Sie es? Ja, auch aus Tradition natürlich, ne? Das ist, gehört sich einfach so, dass die Gerichte von den Vorfahren sozusagen weiterverarbeitet werden. Danke sehr. So. Schön. So, den großen, den... Und nicht mehr waschen, ne? Sie wissen. Den großen lassen wir jetzt so. Ja.
Und meiner wird nicht mehr gewaschen. Der kommt jetzt so in den Beutel rein. Gut. Ja, dann bedanke ich mich. Weihnachten kann kommen. Lassen Sie schmecken? Ja, lassen wir. Überraschungsbesuch am Himmel. Der Kormoran zu Gast am Heiligabend. Das hat dem Fischzüchter gerade noch gefehlt. Emmy, komm her. Los, voran, wo ist er? Los, Krichne. Los, fein, los, Krichne. Seine Flinte hat Tobias immer parat. Ein Schuss und der Feind ist erlegt. Zwar steht der Kormoran unter Naturschutz. Tobias Dvorak aber hat eine Abschussgenehmigung von der Fischereibehörde. Zudem ist der Züchter auch noch Jäger. Der Fischräuber ist mitten in der Holzappe, dem Bach vor der Haustür, gelandet. Den Abschuss muss Tobias den Behörden melden. So, wieder einer weniger. Und sind Sie jetzt glücklich? Zufrieden, weil das ist einer von den Kormoranen, die als sogenannte Kundschafter durch die Gegend fliegen. Er war ja alleine. Und wenn der jetzt zum Rastplatz zurückgekommen wäre, dann wäre die Konsequenz, dass ein paar Tage später 2, 3 oder vielleicht auch 5, 6 hier eingefallen wären und die Holzappe verträgt das gar nicht. Und hier kriegen wir ja auch unsere Laichfische teilweise her. Und das ist also für uns ist das immer ein Erfolg. Na? Das neue Jahr hat begonnen. Das stressige Geschäft mit dem Fisch ist vorbei. Eine ruhige Zeit. Tobias Dvorak nutzt sie zum Schilfmähen am Kelzer Teich. Schwerstarbeit auf 2000 Quadratmeter. Voraussetzung? Das Wasser muss abgelassen und der Boden zugefroren sein. Warum muss das Schilf überhaupt gemäht werden? Der Schilf muss, eigentlich müsste es nicht gemäht werden, wenn man es so betrachtet. Aber für uns ist es halt wichtig, das Schilf ist zurzeit eine Rückzugsmöglichkeit für die Fische, wenn der Kormoran zum Beispiel kommt. Und zum anderen ist es auch eine Möglichkeit, wo Fische ableichen können. Wir setzen ja auch große Fische rein. Und wenn einfach mal wieder Luft drin ist im Schilf, das heißt, neue Halme kommen ja jetzt nach. Es ist ja nicht weg. Es wächst ja wieder an der Stelle neues Schilf nach, aber wesentlich lichter und lockerer. Und die Fische haben dann wesentlich schnellere Deckung. Können vom Kormoran oben aus der Luft zwischen den dicken Halmen schlecht gesehen werden. Und dann gibt es da noch was Gutes. Dieses feine Zeug, das verrottet im Verlaufe des Jahres, ist im Endeffekt Dünger. Dünger von der eigenen Fläche, die wir hier wieder freisetzen und Nahrungsgrundlage dann für die Fische. 2 Tage braucht der Fischzüchter, um das Schilf abzumähen. So wie es sein Großvater vor über 50 Jahren schon gemacht hat. Der aber wohl noch mit Sichel und Sense. Der Winter bringt auch Zeit für neue Netze. 5 müssen wir jetzt machen, ne? 20 mal 5. Mitarbeiter Stefan ist gelernter Fischer, kommt von der Mecklenburgischen Seenplatte. Beide Männer beherrschen die Kunst des Netzanschlagens. Boah, kalte Hände. Ja, hier so eine Skizze gemacht, wo wir das Netz dann unterteilen in Abschnitte. Und wenn jetzt mal einer hier alleine arbeitet am Netz, dann schreiben wir mal auf, oder derjenige muss dann aufschreiben, bis wohin er das gemacht hat, damit derjenige, der dann danach kommt, weiß, was zu tun ist. Also jeden einzelnen Abschnitt muss man dann durchzählen und muss dann die Maschen wieder nachkontrollieren. Ja, deshalb haben wir dann so einen Zettel gemacht. Bräuchte man eigentlich nicht, wenn man es alleine macht, aber so ist es halt besser. Ja. Die Handarbeit ist für ihn entspannend, sagt Tobias. Und er denkt dabei, wie immer, auch wirtschaftlich. Ist das denn eine typische Arbeit für einen Fischzüchter? Das ist eine Arbeit, die man in der Ausbildung beigebracht bekommt, die man auch in der Prüfung machen muss. Und man kann das auch kaufen, klar, ist gar kein Problem. Man kriegt die Netze fertig gekauft. Aber die sind halt teuer. Und wenn man sie selber machen kann, und wir haben jetzt Januar, es ist ruhig, es ist ja dann angebracht, in der Zeit solche Sachen zu machen, bevor man da steht und gar nichts macht. Ne? Gar nichts machen ist nichts für fleißige Menschen wie Tobias Dvorak, der jeden Moment nutzt, um seinen Betrieb voranzubringen.
Es ist Frühjahr geworden. Auch am Kelzer Teich hat die neue Saison für die Fischzucht begonnen. Der Züchter will wieder Fische einsetzen, zum Ableichen. Die Fischweibchen sollen ihre Eier ablegen, die männlichen Tiere ihren Samen draufgeben. Heute, circa 4 Monate, nachdem er den Teich abgelassen hat und der Boden festgefroren war, steht der Teich wieder voll Wasser. Und das damals gemähte Schilf ist auch wieder nachgewachsen. Tobias hofft, dass es warm bleibt in den nächsten Wochen. Ein plötzlicher Frost wäre fatal, besonders für die Hechte. Ja, Karpfen kommen hier rein, Hechte, Laichhechte, Laichschlein und so ein bisschen Futterfisch, so Moderlieschen und kleine Schleien, damit die jungen Hechte was zu fressen haben. Und das ist das Einzige, was erstmal reinkommt. Ein paar Graskarpfen noch, die das Schilf ein bisschen fressen sollen. Und ansonsten ist das eigentlich gewesen. Im Frühjahr gibt es draußen am Wasser wieder deutlich mehr zu tun. Eine dieser Arbeiten liebt Tobias besonders. Der Mai ist gekommen. Zeit für die Koi-Karpfen. Einer der schönsten Momente im Jahr des Fischzüchters. Jeder Handgriff muss sitzen, um die einzigartigen Reinhardswald-Kois schonend rauszuholen. Mit wie vielen Kois rechnen Sie denn heute? Also ich schätze 10.000. Ziehen Sie auch heute ein Vermögen raus? Schön wär's. Weil nicht alle Kois sind gut zum Verkauf. Wir werden dann nachher welche sortieren. So ca. 400, 500 zum Verkauf. Und die dann schon nicht sind, die werden aussortiert und dienen dann für die Hechte als Futter. Kommen dann in den Teich, wo die Hechte drin sind, die Laichhechte. Dann würden es alle machen, wenn das so leicht wäre. Hilfe bekommt der Fischzüchter heute noch von seinen beiden Kindern, Rika und Hennes. Papa, was sollen wir denn machen da denn? Ich habe da Eimer hingestellt, Rika. 2 blaue und einen kleinen müsst ihr euch aussuchen. Dann macht ihr ein bisschen Wasser rein, so das, ne, sauberes Wasser. Ja. Holt ihr euch hier aus dem Teich. Und dann müsst ihr gucken, wenn da irgendwie Kois liegen geblieben sind, macht ihr die da rein. Dann sammelt die dann aus dem Schlamm raus. Gut. Ne? Okay. Musst du aufpassen, dass er nicht stecken bleibt mit dem Stiefel. Ja. Tobias Dvorak und seine Mitarbeiter sind zwar ein eingespieltes Team, trotzdem gibt es jetzt Stress für den Fischzüchter. Alles muss ganz schnell gehen. Oben rein, ausleeren, runter. Nicht lange machen. Die Kois sind 1 Jahr alt und im Gegensatz zum Goldfisch zwar sehr robust, auch gegen Kälte. Aber doch kostbare Tiere. Ja. Nicht so. So, das ist leer machen. Goldgräberstimmung an diesem Vormittag im Reinhardswald. Alles okay? Ja. Ein paar versprengte Kois bleiben in den Pfützen immer noch übrig. Nein! Schlamm und drück dich mal damit ab. So, ja, los, raus im Pool. Es geht ja nicht. Da geht doch. Auch wenn es mühsam ist, der Einsatz lohnt sich. Immerhin, 4 Euro bringt so ein kleiner Fisch. Ich glaube, das war... Der nächste ist versenkt. Das geht nicht, ey. Das muss jemand... Rika, klappt's nicht mit den Kois? Ich hab 4 Stück, aber... Komm doch mal! 4 Stück habe ich, aber... Ich bin halt jetzt hingefallen. Ein bisschen matschig. Da krieg ich ja nicht hin! Krieg ich ja nicht hin! Zieh jetzt den Stiefel raus und stell ihn so an! Auf den jetzt erstmal durch den Teich, oder was? Ja. Halt dich fest! So, raus. Bei den anderen kriege ich ja. Du musst immer hinten die Hacke oben lassen, nie voll aufdrücken. Quasi auf 10 Spitzen durch den Teich laufen.
Ach, scheiße. Das macht ihr doch nicht das erste Mal. Natürlich. Das ist auch noch toll, Matsch. Na komm. So, ab nach vorne. Hose aus, Socken aus. Ich habe 4 Stück gefangen. Zieh den Stiefel richtig an. Einmal aufmachen geht nicht, ne? Rika und Hennes haben sich umgezogen und werden von der Mutter mit einem Eis fürs Drama im Schlamm entschädigt. Na, ihr Eisesser. Na du. Was du denn da? Ich habe was Tolles gefunden beim Koi-Abfischen. Was denn? Als ihr weg wart, ihr seid ja, musstet euch ja umziehen. Oh. Lurchi. Hier ist ja schön. Cool. Dann habe ich einen Mönch gefunden, der wollte gerade aus den Steinen rauskrabbeln und wollte da weg. Sie leben ja jetzt hier mitten in der Natur und das schon immer. Könnten Sie sich denn Stadtleben vorstellen? Großstadtleben nicht, ja. So also Kleinstadt schon. Ich meine, die Natur ist ja da nicht weit weg. Aber es hat alles seine Vor- und Nachteile. Manchmal wünscht man sich auch die Stadt. Und, aber so, ich glaube eher nicht, es wäre mir zu laut, zu beobachtet, alles zu eng. Und das ist halt hier doch schöner. Und das ist, sieht man ja auch, die Kinder, diesen Umgang, das kriegen die ja dann. Wenn ich sowas sehe, dann zeige ich ihnen das auch. Wie geht dir das? Würdest du lieber in der Stadt leben? Also ich finde es hier schon besser, nur manchmal, wenn ich jetzt zum Beispiel meine Freunde, ja, meint alle so Computer und so und Internet und das geht hier halt nicht so gut und das würde ich dann schon manchmal gerne haben, aber sonst könnte ich mir das auch nicht so richtig vorstellen. Lurchi soll wieder ausgesetzt werden. So, hier habe ich den gefunden. Ja. Und der wollte hier runterkrabbeln. Dann setzen wir ihn hier einfach, setzen wir da unter das Holz. Dem Familienvater ist es wichtig, seinen Kindern Bewusstsein und Verantwortung für die Natur mitzugeben. So, dann kann er seine Wanderung fortsetzen. Mhm. Ne? Versteck liegt da auch. Es ist Juli geworden und sehr heiß. Das Netz ist endlich fertig. So. Mal gucken, wie das Netz ist. Zusammen mit Mitarbeiter Stefan will der Fischzüchter das selbstgebaute Netz ausprobieren. Es hat heute Premiere. Mal sehen, ob es hält. Herr Borok, was wünschen Sie sich denn für die Zukunft als Fischzüchter? Gesunde Fische, zufriedene Kunden, Gesundheit, immer Wasser. Ach, was man sich alles so wünscht. Ich habe da keine besonderen Ansprüche. Dass ich vernünftig davon leben kann, alles bezahlen kann und dann ist das schon in Ordnung. Wahrscheinlich liegt genau darin Tobias Dvoraks Erfolgsgeheimnis. In seiner Bescheidenheit. Das Netz scheint auf jeden Fall zu halten. Und es gibt Auftakt für all die vielen Arbeiten, die auch im kommenden Jahr für den Fischzüchter wieder anstehen. Musik